So, wir haben jetzt gerade gesehen, wie dieser im Software-Cluster entwickelte Prototyp für einen emergenten Wissensdienst, der auf dem Produkt von uns, dem Live-Kontext basiert, funktioniert. Also wir haben gesehen, wie man kontextsensitiv, ob man jetzt Excel benutzt oder eine Softwareanwendung wie Salesforce, Informationen eingeblendet bekommt, die in dem Moment für einen relevant sind. Ob das Dokumente sind, ob das Links sind, ob das eine Hilfeinformation ist. Das Ganze ist auch sozial, man kann also selbst Inhalte beifügen und einstellen und dann werden die mit den anderen Teilnehmern geteilt. Also es gibt kollaborative Funktionen drin. Und was wir jetzt gerade noch, wo wir dran sind, was wir entwickeln wollen im Software-Cluster-Projekt, ist, dass wir hier Prozessrepositories anbinden, die wiederum Informationen beinhalten, was für einen Nutzer im Kontext der nächste Schritt wäre. Und diese Informationen ziehen wir aus dem Prozessrepository in unseren Server hinein, um sie dann auf dem Pad dem Endanwender bereitzustellen. Also, dass wir sagen können, beispielsweise, lieber Nutzer, du hast jetzt gerade die Bestellung abgeschlossen und Material nachbestellt. Als nächstes müsstest du die Beschaffung auch dem Lager melden, sodass die dann auch die Wareneingangsprüfung nachher machen, ob das mit der Bestellung auch entsprechend übereinstimmt. Also solche Prozessinformationen wollen wir ebenfalls bereitstellen im Kontext des Benutzers und damit dann also wirklich eine anwendungsübergreifende adaptive Hilfe für den Endnutzer sein. Insofern komme ich jetzt auch schon zum Schluss der Veranstaltung. Ausblick. Was haben wir gelernt? Wir haben gesehen, es gibt eine große Vielfalt an Lehr- und Lernmethoden, instruktionsbasiert, kollaborativ, dann diese adaptiven Methoden, wo man sehr, sehr stark sich seine Werkzeuge selbst zusammenstellt. Und dann zum vierten, was wir jetzt als emergente Wissens- und Lerndienste bezeichnen, also stark situativ unterstützen. Emergente Lern- und Wissensdienste sind in ihren Eigenschaften sensitiv zum Content. Sie sind adaptiv, indem sie den Benutzerkontext nicht nur berücksichtigen, sondern auch das Profil des Benutzers kennen und wissen, was er für Informationen brauchen könnte. Und sie sind applikationsübergreifend, also wie eben hier in der Diskussion gesagt wurde, interoperabel. Damit sind drei Kriterien erfüllt. Das Thema IT-Sicherheit spielt hier insofern eine Rolle, dass man Vertrauen zu den Informationen haben muss, dass sie korrekt sind. Aber jetzt, es geht jetzt hier nicht primär um sichere Lernmethoden oder so. Das wäre wieder nochmal ein anderes Thema. Solche emergenten Lern- und Wissensdienste ergänzen die formellen Trainings- und Lernszenarien. Sie ersetzen sie nicht, sondern wir wollen die Lernkurve auf einem hohen Level halten. Aus dem Training vergisst man viel. Wir wollen dafür sorgen, dass das Wissen zur Verfügung steht, wenn es notwendig ist. Der Fokus liegt auf der Prozessunterstützung der Anwender, nicht nur auf der Hilfe für Softwaresysteme, sondern es geht wirklich darum, Anwender in ihrem Arbeitsprozess zu unterstützen. Und unser Entwicklungsziel in der Zukunft in dem Software-Cluster-Projekt ist, dass wir den Nutzer nicht nur reaktiv Informationen bereitstellen, sondern dass wir ihnen auch aktiv helfen, was sind die nächsten Schritte, was ist zu tun, um einen bestimmten Arbeitsprozess zu unterstützen. Da arbeiten wir dran, indem wir nämlich auf solche Prozessrepositories zugreifen, wo wir diese Informationen finden können, die einem dabei helfen, nächste Schritte zu planen. Und woran wir arbeiten, ist, dass wir solche kontextsensitiven Wissens- und Lerndienste nicht nur an stationären PCs und Arbeitsplätzen bereitstellen, sondern vielleicht auch auf mobilen Endgeräten, sodass ich ganz anderen Kontext erkennen kann und nochmal weitere Hilfeinformationen bereitstellen kann. Insofern haben wir viele Entwicklungsziele beim Thema emergente Wissens- und Lerndienste. Und das ist noch ein junges Feld. Und wir hoffen, dass wir in 2 bis 3 Jahren auch entsprechend industrietaugliche Lösungen
bereitstellen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich jetzt auf eine anregende Diskussion.